mit diesem AMG starten wir den heutigen Vlog. Ich muss sagen, ich produziere gerade viel zu viele Vlogs. Mit dem habe ich jetzt 4 in der Schlange. 4 noch nicht draußen, davon einer auf der neuen Kamera, die übrigens absolut scheiße ist. Und da, ich weiß nicht, weil ich weiß, ich habe kein richtiges Programm gefunden, wo man die bearbeiten kann. Weil den Ton hört man richtig scheiße, wirklich. Also richtig schlecht. Ja, ich muss ein bisschen, darum habe ich auch gestern 2 Videos rausgebracht am Tag. Aber wir schauen mal. Wahrscheinlich mache ich auch wieder mehrere Videos in einem Video, damit ich dann mehrere wegkriege und da es dann auch ein längeres Video wird. Was geht denn jetzt ab Neujahr? Geht die 3 Essen? Wie geil sieht das aus? Anhänger GT4, RS sogar. Gelb, geile Farbe. R8. Ja. Der war irgendwie voll krass getuned, Breitbau oder so. Der AMG, also der weiße. 2. Jaguar. Neuer 5er. Es hat gerade kurz zu regnen angefangen. Jetzt windet es noch mehr. Ich habe den Regenschirm in der Hand. Also man sieht es hier schon, dass kurz geregnet hat. Aber ich weiß es nicht, weil jetzt hat es kurz wieder aufgehört, ob ich jetzt weiter spotten soll. Also ich versuche es jetzt noch ein bisschen von der Seite, aber ich weiß nicht mehr, ob das Wetter nicht sich noch so lange hält. Aber ich würde dann schon eher kommen. Ich gehe. Weil das sieht nicht gut aus. Urus kommt! Da! Oh, den habe ich noch drauf. Das war gut. Ich dachte mir schon so, heute kommt vielleicht wieder der Urus und da kann man. Ja gut, mit dem Spot machen wir Schluss. Also Highlights, Lamborghini Urus, den vor... Was war das? 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 Das war ein... Ach scheiße, was war das? Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, man hat es auf der Kamera, Kamera nicht, aber Handy ein bisschen gehört. Also Highlights Lamborghini Urus und mein Regenschirm denkt sich auch nur so, yes! GT4 RS noch und sonst haben wir eigentlich nicht so viel gesehen. Ja, ciao. Audi R8 noch, aber jetzt wirklich tschüss. Mit diesem Urus Performante und dem Bentley, der übrigens gerade gestartet hat, den ich aber nicht drauf habe. Und der hat den W12. Übrigens, da wird gerade was gedreht. Und da hinten steht noch ein Rave. Hier fangen wir den heutigen Vlog an. Sorry, Weitwinkel aus Versehen. 4x4 vor dem Jahreszeiten-Hotel. Fast übersehen, 812 Superfast. Rigdeck geiler Speck mit matt-Schwarzfelgen. Nun einfach ein 355 Formel 1 Berlinetta. Richtig geiler gelber Speck. Da steht schon wieder der Coyote. Immer so lange Videos. Geiles Verdeck beim SLS AMG. Oh. Das ist eine V4 Panigale. Scheiß Sound. Auf der Abbiegerspur so. Tuncha Carrera S. Nein! Da war gerade SLS, der noch komplett verfehlt. Das ist ein alter Turbo.
Ja, ich hab alles. Mein Handy ist tot. Digga, was ein geiler Aspekt. Alpina, ja, chill doch. Ich seh so Alpina. Digga, diese. Aber der Aspekt. Ach, schau mal, wie schön das auf meinem Handy rüberkommt. Gar nicht. Hässlich, Digga. Nein! Digga! Nein! Warum? Bro, die schreien hier rum. Die sind wahrscheinlich das erste Mal in München und denken, das passiert nie. Oh, oha, oha. Und in der Schlange ist noch ein Ferrari. 360 Modena. Okay, let's go. Hat er ehrlich gesagt, das kommt eh nicht. Ultra selten. Der war schon mal in München. Ich blätter euch hier mal den Namen ein, Digga. Der ist, ich glaube schon, der ist sehr selten. Er ist wieder da. Ja, glaube ich, war der Name. Digga, geisteskrank, der fährt da rein. Nein. Wir haben ihn gefunden. 8:12 Superfast, ich weiß. Geil. Also ist zwar geil, aber ich mache jetzt noch kleine Autos. Der ist irgendwie getuned, weil der hat vorne so ein Ziehding. Der kommt wieder, scheiße, ey. Die Farbe ist cool. Ich hab die Abmoderation vergessen. Highlight 911R 355F1 Berlinetta. Ich glaub sonst nichts mehr. Ciao.